Hallihallo und schön, dass ihr wieder reinschaut zu einer neuen Folge The Witcher. In der letzten Folge habe ich mich mit Boxfleisch unterhalten und Vincent getroffen, weil er gerade dabei war, mit den Salamandra Geschäfte zu machen oder keine Ahnung, was auch immer. Jedenfalls habe ich die Salamandra erledigt und bin jetzt auf dem Weg zu Vincent, um ihn zur Rede zu stellen. Außerdem habe ich über mein Silberschwert herausgefunden, wem es gehört, nämlich Köhen oder so ähnlich. Der ist in einer Schlacht gefallen und ja, Shani hat ihn behandelt, konnte ihn aber nicht retten. Jetzt muss ich als nächstes mit Soltan über das Schwert reden. Mal schauen, ob ich den finde, weil den habe ich bis jetzt noch nicht wirklich auftreiben können, den guten. Aber erstmal sprechen wir jetzt mit Vincent und dafür müssen wir in den Kerker herein, glaube ich. Da ist ja dort Aufseher oder so. Vincent. Gefängniswärter Jethro. Gitterstäbe? Nein, doch nicht. Wo muss ich denn dafür jetzt hin hier? Vincents Posten. Das ist echt ziemlich nervig. Wie zum Henker. Nervt, das nervt, das nervt. Und das nicht nur ein bisschen. Dass man die Leute einfach nicht findet. Geht's hier hin? Abgeschlossen. Na schönen Dank auch. Ist halt da abgeschlossen. Hier. Wer wohnt hier? Hallo? Eine alte Frau. Super. Ich muss doch. Ach Mann. Gut, dann warte ich jetzt einfach mal bis Tag ist. Gehe nochmal zu Shani und übernachte bei der. Jetzt kommt wieder die verbackte Oma. Die sagt: Hallo, Herzblatt. Ja, und tschüss, Herzblatt. So, Shani, mit deinem wunderhübschen Nachthemd, durch das man durchgucken kann. Ja. Ja, ich möchte gerne bei dir übernachten. Komisch, dass Geralt vorm Feuer meditiert und sich nicht zu der ins Bett legt. Das ist sehr, 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 sehr seltsam. Für Geralt hätte ich was anderes erwartet. So, dann gucken wir jetzt mal hier raus, nach draußen. Und gucken wir jetzt mal, ob das funktioniert. So, erfahrener Händler. Mit mir handeln könntest du. So, der kauft nix. Gut. Bauernhändler. Dem kann ich Blaubeeren verkaufen. Ja, und essen. Na gut. Was hat der da noch gehabt? Wo habt ihr die Milch aufgetrieben? Es herrscht Quarantäne. Lebt Lebt wohl. wohl. Was kann der handeln hier? Der Antiquar? Ich suche ein Buch über den Turm im Sumpf. Ich suche ein Buch über den Turm im Sumpf. Ein Kapitel in Alvaros, die geheimen Pforten. Handelt von magischen Türmen. Und dieser spezielle Turm? Ja, ich glaube, dessen Geschichte kommt auch darin vor. In dem Fall nehme ich es. Leider habe ich es nicht. Ich versuche schon seit Jahren, diesen Band von Golan Vivaldi zu erstehen, aber er ist ein sturer Zwerg. Versucht ihr es doch mal. Vielleicht verkauft er ihn an euch. Wisst ihr noch etwas? Mir fiel gerade noch ein anderes Buch über den Turm ein. Ich bin ganz Ohr. Eins auf Au, ein alchemistisches Traktat der Gnome. Schwer zu finden, aber ein gewisser Eremit, der im Sumpf lebt, könnte etwas darüber wissen. Danke für den Rat. Danke schön. Vivaldi der Zwerg. Da oben ist sein Haus. Na gut.
Eigentlich wollte ich mal gucken, ob du... Dem kann man vielleicht die Bücher verkaufen, ne? Ja. Bei dem kann man Bücher verkaufen. Und dann wollen wir mal gucken, ob Vincent da jetzt steht, an Vincents Posten. Mann, hier ist Sultan! Hey, Sultan! Hex! Sultan Shivai. Schön, euch zu sehen. Ihr seid also in die Stadt gekommen? Für einen Hexer gibt es viel Arbeit in Vizima. Sieht so aus. Wie habt ihr es geschafft, reinzukommen? Garstige Anderlinge schaffen es immer, in die Häuser der Menschen zu schleichen. Da ist was dran. Hört zu, Sultan. Ich muss mit euch reden. Ja? Könnt ihr mir etwas über mein Silberschwert erzählen? Könnt ihr mir etwas über mein Silberschwert erzählen? Was? Ich? Ein einfacher Zwerg? Shani meinte, dass euer Wissen über Waffen beispiellos ist. Na gut. Versilberte Klinge, ein Kern aus Stahl eignet sich als Zweihänder. Solide Handwerkskunst, aber nicht perfekt. Von Runen habe ich keinen blassen Schimmer. Danke. Kein Problem. Und das war's, oder was? Habt ihr einen Moment Zeit? Einen Moment Zeit? Was liegt euch auf dem Herzen? Ich warne euch, es geht um philosophische ich Fragen. Ich warne euch. The fuck? Es geht um philosophische Fragen. Der Sinn des Lebens, wie? Das Böse, das Hexer bekämpfen, entspringt dem Chaos. Den Taten, die der Störung der Ordnung dienen. Denn wo sich das Böse ausbreitet, kann keine Ordnung etabliert werden. Statt dem Licht der Weisheit, dem Fünkchen der Hoffnung und leuchtender Wärme, herrscht Dunkelheit vor. Und in der Dunkelheit findet man nur Blut, Fangzähne, Klauen. Wie im Umland. Schön ausgedrückt, aber wie die junge Zerro in der Hochzeitsnacht zu König Friedank sagte, hat es auch einen praktischen Nutzen? Das Recht der Hexer, in dieser Welt zu leben alles? Und zu arbeiten, ist aus dem Gleichgewicht geraten, da der Kampf zwischen Gut und Böse jetzt auf einem anderen Schlachtfeld und mit anderen Regeln ausgefochten wird. Das Böse ist nicht mehr chaotisch. Das Böse ist keine blinde, elementare Macht mehr, sondern befolgt Regeln im Einklang mit den Rechten, die ihm gewährt wurden. Es funktioniert gemäß Abmachungen. Das nennt man Fortschritt. Da wir mehr sind und länger leben, können wir einander zu Tausenden abschlachten. Fortschritt ist wie eine Herde Schweine. Sie bringt viele Vorteile mit sich, aber niemand darf sich wundern, dass alles voller Scheiße ist. Scheiße hin oder her. Hexer existieren, um Ungeheuer zu töten. Wie kann ich das, wenn die echten Ungeheuer sich hinter Idealen, dem Glauben oder dem Gesetz verschanzen? Das größte Übel ist moralische Relativität. Sie fordert mehr Opfer als die Katriona-Pest und alle Drachen zusammen. Hexer wird man immer brauchen, ganz gleich, wohin uns diese Schweinebande auch führen mag. Wie schon der alte König Desmond sagte, als er nach Benutzung in seinen Nachttopf blickte, das rationale Bewusstsein kann das niemals wirklich erfassen. Danke, Sultan. Ich glaube, ich weiß, was du... Ja, danke, natürlich Sultan. Weiß ich, was du meinst. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Nein, nicht weg. Oh, stopp. Ja? Wie geht es, wie euch, geht denn, es so? Euch denn so? Habt ihr je ans Heiraten gedacht, Geralt? Mein Beruf ist einer Ehe nicht gerade zuträglich. Unfruchtbarkeit, hohes Risiko, ständig unterwegs. Es gibt nicht viele Frauen, die damit einverstanden wären. Wisst ihr, ich hab da so meine Zweifel. Fort. Ich hab sie einige Zeit nicht mehr gesehen und werde ein wenig eifersüchtig. Zwerginnen sind so begehrenswert. Ich schlage vor, wir gehen einheben. Und wenn das nicht hilft... Macht ihr euch über mich lustig? Das würde ich mir nie erlauben. Über so etwas macht man keine Witze. Ich suche Arbeit. Ungeheuer bedrohen den Landungssteg im Sumpf. Alle beklagen sich darüber. Mit wem sollte ich reden, wenn ich die Gefahr beseitigen will? Am besten mit Leuwarden. Er ist gewöhnlich auf dem Deich, wo er das Be- und Entladen der Waren überwacht. Danke, Sultan. Ja?
würfeln. Gegen den muss ich auch noch spielen hier. Jetzt ein echtes Hexerschwert in höchster Qualität. Ja, schön. Würfeln. Spielen wir mal wieder, ja. Zwei Paare. Nee. Nur die drei. Erhöhe ich aber nicht. Ich werde jetzt hier die nehmen und würfeln nochmal. Und es kommt nichts dabei raus. Super. Und er behält die 6 und wirft noch eine 6. Ja. Nee. Was hat denn der für ein Paar? Ach, 2 Fünfen im Ernst. Ach. 4-4. 3-5-1. 4-4-4. Oh, fuck. Ich glaube, ich passe. Ja. So, nochmal. 12. Oh, mein Geld wird weniger. So, mal schauen, was jetzt rauskommt hier. 3, 3, 4, 2, 2. 2 Paar. Der hat 2, 2. Ich erhöhe mal und. Dann nehme ich 4 und würfel die nochmal. Bitte eine 2 oder eine 3, das wäre so gut. Und es ist eine 6. Didim. Hält die 2 Zweien und würfel nix. Jawohl. Nächste Runde. Würfeln. Drei, vier, sechs, drei. Drei, drei, sechs, sechs. Ich glaube, ich würfel die 6 nochmal. Also behalte die 6 und würfel die anderen nochmal, weil sonst habe ich keine Chance. Bis 2 Sechsen kommen, ansonsten war's das. Und es ist eine 6. Scheiße. Dann hat er gewonnen. So. Nächste Runde. Würfel. Bam. 2 Sechsen, 2 Einsen. Schon ein guter Anfang. Er hat 2 Sechsen, 2 Einsen. Die 4 noch würfeln. Krieg mir noch eine 6 oder eine 1. Bitte, bitte sei so lieb. Fuck. Und er hat gewonnen. Super, 124. Orenz verloren. Ja. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Ist echt schwer zu gewinnen hier. Vor allem, wenn man kein Glück hat. Hä? 2 Fünfen wieder. Ach, komm schon. Und es ist eine 6. Super. Wenn es noch eine 5 oder so bekommt. Ach, komm schon. Da wird doch 2 Sechsen. Oh. 2-2. Ich habe 2-2. Er hat 2-2 und 2-6. Komm, ja, nochmal. Ich verspiele noch mein ganzes Geld, bis ich nichts mehr habe. 1-1-1, 2-2. Ich bleib dabei. Kann ich auch nichts würfeln? Nicht dein Ernst! Ey, das kann doch nicht wahr sein! Der doofe Spaten! Kackfass! Es kommen 2 Fünfen. Noch eine 5, 3 Fünfen. Was hat er? 2 Einsen.
Runde. Bitte, 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 liebes Spiel. Zwei Sechsen. Scheiße. Soll ich es riskieren, auf die 6 zu gehen, oder soll ich versuchen, noch eine dritte 1? Ich versuche, eine dritte 1 zu würfeln. Ich liege wieder vorne. Bitte keine dritte 6. Bitte, 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 bitte. Ja! 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 Mein Geld wieder. Habe ich nicht so eine Quest gehabt, wo ich mit dem würfeln sollte? Würfelspiel. Ich muss Soltan davon erzählen. Ja. Ich habe hier noch einen Moment Zeit. Ich war das. Das Heck. Ja, ja, ich bin wieder nicht so sehen. Ich will euch was erzählen, Hexer. Einst führten wir eine Gruppe Frauen und Kinder durch ein vom Krieg gebeuteltes Land. Sie hielten uns auf. Wir mussten sie ernähren, beschützen und uns in die Büsche schlagen, statt einfach am Straßenrand zu pissen. Kurzum, sie waren eine Last für uns und undankbar obendrein. Wisst ihr, warum wir ihnen geholfen haben? Weil es eben richtig war. Das ist doch bedeutungslos. Macht mich nicht wütend. Mir rutscht leicht die Hand aus, wenn ich aufgebracht bin. Das war das Gute, von dem ihr hier gesprochen habt. Wenn ihr das Wort eines Gelehrten wollt, dann lest Visogoth von Corvo. Schon gut, ich verstehe. Schon gut. Ich verstehe. Danke. Ja? Lebt wohl. Komisch. Ich kann mit dem nicht über das Würfelspiel reden. Naja. Gehen wir erstmal zum Vincent hier. Hier ist er. Wie ist es im Lagerhaus gelaufen, nachdem ich weg war? Schnell. Gut. Ich muss gestehen, ich hatte etwas mehr erhofft. Aber ein paar Banditen weniger ist auch nicht schlecht. Das war das letzte Mal, dass ihr mich benutzt. Ich bin kein Rächer für jedermann. Ich hatte keine Wahl, glaubt mir. Es kommt nicht wieder vor. Ihr habt mein Wort. Ihr habt vermutlich vor, die Untersuchung fortzusetzen? Ich habe keine Wahl. Offiziell kann ich nicht helfen, aber ich lasse euch gewähren. Und ich würde gern erfahren, was ihr herausfindet. Ich will über die Salamandra reden. Ich will über die Salamandra reden. Na gut. Jemand hat ihnen von meiner Verabredung mit der Gorgo erzählt. Was wollt ihr damit andeuten? Dafür kommen mehrere in Frage, aber fast alle weisen auf euch. Der Professor, nachdem ihr ihn entlassen habt. Der Professor. Nachdem ihr ihn entlassen habt. Ich habe keine Zeit. Ende der Diskussion. Was macht ihr nachts? Trefft ihr euren Boss, Azar Javed? Es ist doch nicht unnatürlich, dass ich die Nächte im Händlerviertel verbringe. Woher habt ihr das Gold dafür? Man braucht nicht immer Geld. Wohlhabende Freunde. Ich habe keinen stichhaltigen Beweis. Schieben wir die Entscheidung also auf. Klingt, als wäre aus eurem Gebirge ein Maulwurfshügel geworden. Das passiert, wenn sich Amateure an ernsthafter Arbeit versuchen. Solltet ihr auf echte Hinweise stoßen, schaut wieder vorbei. Ich werde euch ein paar nützliche Ratschläge geben. Ich benötige mehr Beweise. Ja, wo bekomme ich die denn her, bitteschön? Was kann ich denn jetzt noch machen? Das ist doch ein Hafen. Da geht's zurück zum Deich. Da kann ich wo rausgehen, oder was? Ich glaube, erstmal gehe ich noch in das Viertel unten und sag der Carmen, dass ihre Mädels wieder in Sicherheit sind. La 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 la
Das mit den Ermittlungen geht mir ein bisschen auf den Sack. Irgendwie komme ich da nicht weiter. Und Soltan erzählt auch nur Mist. Ich will mit dem über das Würfelspiel reden und nicht... Ich hab doch die Quest mit dem Würfelspiel und noch... Das ist noch ein Würfelspiel, ja. Wenn ich hier rauskomme, muss ich Soltan davon erzählen. Toll. Kann ich aber nicht. Und das andere war doch noch irgendwas mit Würfeln, oder? Würfelpoker-Anfänger. Ich bin gegen Gärtner gewonnen und suche mir jetzt einen neuen Gegner. Super. Bringt mir das EP? Jedes Mal, wenn ich gegen einen gewinne oder so. Gegen Soltan gewinnen, hat mir ja noch nichts gebracht. Hey, Carmen. Danke für eure Hilfe. Jetzt lassen Sie uns in Ruhe. Ja, bitte, kein Problem. Ihr seid also nun allein. Spinnt ihr? Einige Jungs aus dem Dorf kümmern sich um uns. Die wurden nur mit diesen Missgeburten nicht fertig. Verstehe. Was darf's sein? 200 Urns? Oder wäre euch eine andere Zahlungsart lieber? Ich nehme das Gold. Ich bin kein Materialist. Geralt. Ich bin kein Materialist. Im guten Buch steht, keine Gefälligkeit bleibt ohne Lohn. Ich sorge dafür, dass es sich im ganzen Ort und bei den Damen vom Gewerbe herumspricht. Wir Huren wissen, unsere Dankbarkeit zu zeigen. Das ist schön. Ihr seid recht einzigartig, aber an Hochstaplern, die sich für euch ausgeben würden, fehlt es nicht. Einigen wir uns darauf, dass ihr den Mädchen Blumen bringt, wenn sie Zweifel haben. So wissen sie dann, wer ich bin? Unbedingt. Ich habe noch nie von einem Freier gehört, der einer Hure Blumen mitgebracht hätte. Adieu. Na dann, mach's gut. Ist das erledigt. Schade. Ich habe gedacht, die Carmen zeigt es jetzt erkenntlich. Und gut. Gehen wir mal aus dem Zimmer raus, wenn das geht. Dort durch das Tor. Gucken mal, was wir da draußen so anstellen können. Vielleicht finde ich da noch irgendwelche Hinweise oder so. Ihr bringt nur Ärger. Na, aber freilich, Omi. Tor zum Deich. Hallo, Siegfried. Ach, guck mal, das ist doch unser Freund hier. Geralt, schön euch zu sehen. Wo geht ihr denn hin? Zum Deich. Kein Durchgang. Das verbietet der Hauptmann. Warum? Befehl des Hauptmanns. Redet mit ihm. Meine Herren, so behandelt man keinen Helden. Das ist Geralt, der Hexer, der Vizima von einer schrecklichen Gorgo befreit hat. Ein Held? Na, das ändert alles. Er ist fast einer von uns. In dem Fall geht bitte durch, Meister Geralt. Wir trinken im Gasthaus auf euer Wohl. Na, das danke, macht doch richtig. Fried. Eine Überraschung in den Kloaken. Ein Ritter der Flammenrose. Von Kopf bis Fuß in Gestank gehüllt. Normalerweise arbeite ich allein, aber es war eine Gelegenheit, einen Ritter in Aktion zu sehen. Ich muss sagen, er hat sich wacker geschlagen für einen Menschen. Solche Dankbarkeit sieht man nur selten. Der Siegfried, der ist cool. Ich mag den Siegfried. So, auf zum Deich. Gucken, was es hier so gibt. Wollen wir da aus der Stadt rauskommen, mal für eine kurze Zeit, ja. Söldnerwache Fass, Feuerstelle. Die Clan Leuwarden, da muss ich hin. Bloß, wie komme ich da hin? Wie kommt man denn hier nach unten? Ist irgendwo eine Treppe oder so, die hinabführt? Ah, hier. Hier geht's runter. Kaufmann. Ach, ist ja aber hübsch, ist es hier. Landungssteg. Flößler. Gut. Dann werden wir mit dem dann in der nächsten Folge reden. Mit diesem schönen Ausblick auf den Fluss und das Hügelchen da im Hintergrund. Beende ich diese Folge.
Wie gesagt, in der nächsten werden wir dann mit dem Freund hier vorne links reden und schauen, was er uns zu erzählen hat. Und dann, ja, schaue ich mal, wie es weitergeht. Ja, schön, dass ihr reingeschaut habt. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.